Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, am 11. März mussten wir aufgrund der behördlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus den Spielbetrieb einstellen und das Haus fürs Publikum schließen. Auch die Lehre konnte in Präsenz nicht fortgeführt werden. Die Studierenden durften die Akademie nicht mehr betreten. Unsere spektakuläre Opernproduktion Benjamin Brittens Midsummer Night's Dream während der Endproben, unmittelbar vor der Premiere abbrechen zu müssen, darüber hinaus gezwungen zu sein, eine Reihe von studentischen Produktionen, vor allem im Studiengang Regie, zu unterbinden, war die schmerzlichste Erfahrung meines langen Berufslebens im Theater. Ihre entsetzten, fassungslosen Gesichter, liebe Studierende und Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als ich im Akademietheater den Lockdown verkündete, werden mir immer im Gedächtnis bleiben. Auch wenn wir nicht spielen durften, auch wenn die Lehre in Präsenz untersagt war, haben wir nicht kapituliert. Soweit als möglich hat die Theaterakademie ihren Betrieb unter sich ständig verändernden Sicherheits- und Hygieneauflagen von Seiten der Behörden weitergeführt. Mit Engagement und Erfindungsreichtum haben wir das Haus digital aufgerüstet und die Unterrichte, falls machbar und sinnvoll, ins Netz verlegt. Dem Studiengang Schauspiel ist eine genuin digitale, online erarbeitete und live gestreamte Produktion des Dramas »Wir sind noch einmal davongekommen« von Thornton Wilder gelungen. Das Ergebnis war phänomenal und wurde nicht nur von der Presse, sondern auch von Expertinnen und Experten der digitalen Szene einhellig gelobt. Aber trotz des Spaßes bei der Erkundung von Neuland und des großen Erfolgs war allen Beteiligten klar, dass digitale Formate die direkte und lebendige Interaktion mit dem Publikum nicht ersetzen können. Auch in der Technik und in der Verwaltung bedeutete der Lockdown nicht, dass die Tätigkeit eingestellt wurde. Unter Berücksichtigung der strengen Sicherheits- und Hygieneregeln konnten überfällige Arbeiten, die der Normalbetrieb nicht zugelassen hat, durchgeführt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen war in der Theaterakademie Kurzarbeit nicht erforderlich. Unsere Kostümabteilung war erfinderisch und hat Mund-Nasen-Schutze, die der gesamten Akademie zugute kamen, in bunter Vielfalt hergestellt. Selbstverständlich sind auch die Bauarbeiten fortgeführt worden. Der Studiengang Maskenbild hat lichtdurchflutete und perfekt ausgestattete neue Räume erhalten. Unmittelbar vor der Fertigstellung steht unsere neue, vollklimatisierte, akustisch, alle Standards erfüllende und bei Bedarf Tageslicht bietende neue Probebühne, um die uns manches Theater beneiden würde. Mittlerweile haben wir den Lehr- und Probenbetrieb in Präsenz Schritt für Schritt wieder aufgenommen. Dabei die Sicherheits- und Hygieneauflagen einzuhalten, erfordert von uns allen eine besondere Disziplin. Im Studiengang Regie konnten wir prüfungsrelevante Arbeiten unserer Studierenden realisieren. Im Akademiestudio, im Akademietheater Mitte und sogar auf der großen Bühne, wo eine kleine Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern im Rahmen der geltenden Abstandsregeln eine Inszenierung von Thomas Köcks Paradiesfluten verfolgen konnte. Im Akademietheater kam die Stückentwicklung The Shell and the Shelter, im Akademiestudio Vernebelt sind die Gehirne zur Aufführung, natürlich immer unter Wahrung der Sicherheits- und Hygieneregelungen. Auch der Masterstudiengang Dramaturgie stellte sich auf die besondere Situation ein und entwickelte unter der Mentorschaft des bekannten Dokumentartheatermachers Hans-Werner Krösinger einen Audiowalk auf der Theresienwiese. Und der Studiengang Maskenbild präsentierte gleichermaßen eigenwillige wie hervorragende Arbeitsergebnisse in seinen neuen Räumen. Mit den Abschlusskonzerten des Studiengangs Musiktheater Operngesang haben wir uns wieder ins Prinzregententheater gewagt und vor einer begrenzten Anzahl in weitem Abstand im Saal platzierter Zuschauerinnen und Zuschauer ein Zeichen gesetzt. Wir haben gezeigt, dass Theater auch unter Einschränkungen möglich ist, dass wir vom unbedingten Willen und auch von der Zuversicht geleitet sind, bald wieder mit größerer Freiheit Theater spielen zu können. Bei aller Fixiertheit auf die derzeitige Situation sollten wir nicht vergessen, dass es in der nun zu Ende gehenden Spielzeit vor Ausbruch der Pandemie aufregendes Theater
mit unseren Studierenden zu sehen gab. American Idiot mit dem Studiengang Musical auf der großen Bühne. Othello Remix mit dem zweiten Jahrgang Schauspiel im Akademietheater. Auch eine ganze Reihe von Regieprojekten sind zur Premiere gelangt. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ein Versuch, sich der Liebe anzunähern. Sonnige Grüße aus, da, wo ich nie gewesen bin. Und da, wo alle gleich sind, ist keiner. Die Krise hatte und hat noch immer weitreichende soziale Auswirkungen. Viele unserer Studierenden gingen durch den allgemeinen Lockdown ihrer Nebenverdienste verlustig. Durch das außergewöhnlich große Engagement unserer Freundinnen, Freunde und Förderer konnten soziale Härten gemildert, in nicht wenigen Fällen sogar vermieden werden. Allen Menschen, die die Akademie in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, bin ich zu tiefem Dank verpflichtet. Wir können die Zukunft nicht vorhersehen. Trotzdem möchte ich meiner Zuversicht Ausdruck geben, dass wir unsere Akademie Schritt für Schritt weiter öffnen können. Das hängt nicht nur, aber auch von uns allen ab. Von dystopischen Narrativen, also von Erzählungen schlechter Wirklichkeiten, haben wir die Nase voll. Wir wollen auch nicht einfach zum Normalbetrieb zurückkehren, sondern Utopien formulieren, die Zukunft neu erzählen. Nach dieser aus den Fugen geratenen Zeit wünsche ich Ihnen einen erholsamen Sommer. Schöpfen Sie Kraft, damit wir es in der neuen Spielzeit, im neuen Studienjahr gemeinsam anpacken können. Bei allen Menschen, die unter dem Dach der Theaterakademie versammelt sind, lehren, lernen und arbeiten, bedanke ich mich nachdrücklich für Ihren Einsatz, für Ihre Flexibilität und für Ihre Rücksichtnahme. Seien Sie alle herzlich gegrüßt und bleiben Sie bitte gesund.